So, und damit herzlich willkommen im Wald, wenn auch als Voice-Over, weil da standen ein Haufen Leute um den Froschtümpel drumherum und da wollte ich nicht allzu viel erzählen. Ehrlich gesagt wusste ich spontan auch nicht genau, was das für eine Art ist, war mir nicht sicher. Und es ist der Grasfrosch, war eigentlich fast zu erwarten. Das ist Deutschlands häufigster Frosch. Und das bedeutet jetzt nicht, dass das so häufig ist, dass man nur sich um ihn keine Sorgen machen muss. Amphibien sind ja generell durchaus seltene Tiere geworden heutzutage. Aber so ein Grasfrosch, den trifft man noch recht häufig eben entsprechend an. Jo, das ist ein recht großer Frosch. Wir können hier gut Männlein und Weiblein unterscheiden, dadurch, dass bei dieser Population insbesondere die Weiblein die rötlicheren Fröschlein sind und die dunkleren Frösche, die so mit ja, ins bräunerliche, ins grauere Braun übergehen, schwer zu beschreiben, das sind die Herren der Schöpfung. Ja, und die treiben da halt eben sehr froschige Dinge, wie man sehen konnte, links im Bild. Gibt es auch schon jede Menge Laich. Die sind also fleißig und so ein Grasfrosch produziert sehr großen Laich, auch relativ voluminösen Laich. Die einzelnen Eier in Anführungszeichen sind ja auch recht groß, sehen von oben schwarz aus, haben aber eine helle Unterseite. Das dient einfach dazu, dass die Sonne dann besser aufgenommen wird vom Ei und die Entwicklungszeit kürzer ist und auch je nachdem, wo das Ei bzw. der Laich dann abgelegt worden ist. Man kann auch diese einzelnen Laichklumpen sehen, wenn es dann wieder scharf wird. Das ist jeweils der Laich eines Paares quasi bzw. einer Dame. Und wenn es dann besonders warm wird und die Sonne ordentlich drauf scheint, heizt sich eben der Laich bzw. das Ei im Laich relativ schnell ziemlich ordentlich auf und dann kann die Schlüpfzeit, wenn die Bedingungen optimal sind, nur wenige Tage betragen, bis da dann halt eine Kaulquappe rauskommt. Ja, oder bis zu 3 Wochen, wenn es dumm läuft. Da das hier jetzt Gebirgsgrasfrösche sind, wir befinden uns auf fast 900 Metern, wird es hier wahrscheinlich eher etwas länger dauern, bis da die Kaulquappen entsprechend schlüpfen. Und die haben dann nochmal eine Entwicklungszeit von so 2,5 bis 3 Monaten ungefähr. Und ja, der Grasfrosch also. Man erkennt ihn übrigens als Braunfrosch auch daran gut, dass beide Exemplare, also beide Geschlechter, sowohl Weiblein als auch Männlein, dadurch gekennzeichnet sind, dass sie Bänder an den Hinterbeinen haben. Bei ihm hier sieht man es nicht so gut, bei dem Wesen, bei ihm in der Mitte jetzt sehr gut. Also die haben immer so schöne Ringe an den Beinen, mal mehr, mal weniger deutlich. Auch bei ihm hier in der Bildmitte jetzt sind die eher unscheinbar, aber sie sind definitiv vorhanden. Und das ist ein gutes Bestimmungsmerkmal, dass wir es zumindest mal mit einem Braunfrosch zu tun haben. Und dann ist es auch fast immer der Grasfrosch, der Moorfrosch wäre zum Beispiel auch noch einer, da es hier direkt neben dem Moor ist. War so meine erste Hoffnung, es könnte sich um Moorfrosche handeln, aber nein, leider nicht. Es ist nur in Anführungszeichen der Grasfrosch. Ja, und was treibt so ein Grasfrosch den ganzen Tag? Ja, er hüpft rum und frisst, ne? Beziehungsweise er hüpft eigentlich nicht besonders viel rum, er geht eher. Durch die langen Hinterbeine mit der doch auch ordentlichen Muskulatur, die da dran hängt, der Franzose würde das jetzt lecker finden, können die bis durchaus einen Meter weit springen und das auch mehrfach in Folge, haben also schon eine Option, schnell zu flüchten, nur braucht das saumäßig viel Energie und ist für die Frösche auch sehr anstrengend, weshalb die im normalen Tagesbetrieb, sage ich jetzt mal, eher gemütlich unterwegs sind, ohne große Sprünge zu machen und lieber dann halt so eine, ja, kriechtierartige Fortbewegung bevorzugen. Was fressen die so? Ja, Insektenlarven, alles was langsamer ist als sie quasi. Auch kleine Schnecken und kleine,
Was noch? Asseln und Spinnentiere und solche Sachen. Also sowas, was da in die Kategorie reinkommt. Die können sie auf dreierlei Arten fangen. Entweder die sind saumäßig langsam und kriegen nicht mit, dass da der Frosch kommt. Dann essen sie einfach auf, ne? Also haps und weg sind sie. Oder wenn sie ein bisschen flotter sind und ein bisschen mobiler, dann kommt die Zunge zum Einsatz. Also die berühmte Froschzunge raus, flopp, Objekt fangen und wieder rein in den Mund. Und wenn das nicht hilft, dann können sie ihre Beute auch im Sprung entsprechend erobern, dass sie also wirklich dran vorbei oder drauf zuhüpfen und das dann im Flug sozusagen ins Maul hineinwandert, was da reingehört. Ja? Also sehr sympathische Zeitgenossen, diese Frösche da. Übrigens, ich habe nicht genug Bildmaterial für alles, was ich zu erzählen habe und deswegen geht das jetzt gleich wieder von vorne los, also das bitte ich zu entschuldigen. Dann wollte ich nur noch schnell erwähnen, für die Leute, die sich jetzt spontan wirklich gar nicht mit Amphibien auskennen, Amphibien sind keine Reptilien, also keine Schlangen oder große Echsen, die meistens dann an Land unterwegs sind. Oder auch kleine Echsen, Eidechse beispielsweise, sondern tatsächlich was ganz Eigenes. Wir müssen innerhalb der Tiere eben unterscheiden. Die Säugetiere, das sind zum Beispiel wir, die Vögel, das ist zum Beispiel ein Huhn, dann die Reptilien, das ist zum Beispiel ein Komodowaran und die Amphibien. Und da haben wir es dann mit den Fröschen und den Lurchen zu tun. Die sind also wirklich eine ganz eigene Kategorie, sage ich jetzt mal. Und genauso wenig mit den Reptilien verwandt, wie wir das halt entsprechend sind. Ja, es gibt schon mehr Verwandte zwischen Amphibien und Reptilien, als es zwischen Säugetier und Amphibien Verwandtschaftsgrade gibt. Aber trotzdem sind sie eine ganz, ganz eigene Gruppe und sind es deshalb, weil sie eben die Metamorphose durchlaufen, das haben alle Amphibien gemeinsam, dass sie zunächst mal im Jugendstadium wirklich eine ganz andere Typ von Lebensform sind, als sie es im ausgewachsenen Stadium sind. Und das ist bei den Wirbeltieren so ganz einmalig und kommt bei keiner anderen Gruppe von Wirbeltieren vor. Nämlich eine Kaulquappe ist quasi ein kleiner Fisch, wenn man so will, hat eine entsprechende Flosse, hinten eine Heckflosse als Antrieb, einen Schwanz, der dann, gerade wenn es sich um einen Froschlurch handelt, also so ein Grasfrosch beispielsweise, fällt der Schwanz später ab, beziehungsweise wird zurückgebildet. Stattdessen bekommt das Tier dann auf einmal Beine, also 4 Stück davon sogar, und ändert auch noch sein grundsätzliches Atemorgan von Kiemen zu Lunge. Also ist das eine Umformung, die so im Tierreich wirklich absolut einmalig ist. Bei Insekten gibt es das auch so ein bisschen, aber im Bereich der Wirbeltiere kommt das sonst überhaupt nicht vor. Und man muss sagen, selbst bei den Insekten haben die Larven das gleiche Atemsystem, wie das dann später die Ausgewachsenen haben. Also meines Wissens gibt es kein Insekt, das in irgendeiner Form wirklich richtig unter Wasser atmen kann, indem es eben Kiemen nutzt, wie das halt die Fische tun. Ja? Und deshalb muss man, also die Fische habe ich übrigens vergessen bei meiner Aufzählung der diversen Tierarten. Ja? Also Fische gibt es natürlich auch noch, Knochenfisch und Knorpelfisch, wenn man die noch jeweils trennen möchte, dann hat man noch die beiden Sorten von Fisch. Ja, habe ich jetzt wirklich total vergessen. Ich denke immer nicht an die ganzen Wassertiere. So, und der Amphibie ist jetzt halt quasi so die Kombi aus wirklich perfekt ans Wasser angepasst und landlebendem Tier, das dann auch eben logischerweise außerhalb vom Wasser atmen können muss. Und das beides in ein und derselben Lebensform und in sogar ein und demselben Individuum. Und das ist wirklich schon sehr, sehr, sehr faszinierend, auch wenn das ein Thema ist, was wir wahrscheinlich alle in der Schule bis zum Erbrechen durchgekaut haben. Gehört da wirklich meines Wissens nochmal, muss man da wirklich nochmal ganz genau drauf achten und sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen, Entschuldigung. So, jetzt, was muss ich da noch zu sagen? Ja, der ist halt grundsätzlich tagsüber, geht der Grasfrosch in irgendeine feuchte Senke, in ein feuchtes Loch, eine feuchte Höhle, nicht direkt unbedingt zwingend ins Wasser, aber er braucht wirklich irgendwas, wo eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, damit er auch die Gesamtfeuchtigkeit seiner Haut, die muss immer ein bisschen feucht sein,
wiederherstellen kann. Er trinkt auch nicht, er nimmt Wasser über die Haut auf und hat auch einen relativ hohen Wasserbedarf. Das bedeutet, wenn es im Sommer besonders heiß ist, dann wird der Grasfrosch in seinem Unterschlupf, seinem Tagesunterschlupf, auch nachts über zu finden sein und nur ganz minimal auf Nahrungssuche gehen. Auch für die Fortbewegung über Land braucht er mehr oder weniger einen feuchten Grundzustand der Vegetation. Deswegen ist er ja auch gerne auf der Wiese, auf dem Gras unterwegs, dass durch die Transpiration immer eine gewisse Feuchtigkeit aufweist und in der Nacht dann sowieso, gerade in den frühen Morgenstunden, wenn es noch dunkel ist, ohnehin sehr, sehr viel Tau und dann sehr viel Feuchtigkeit aufweist. Und das ist genau die Zeit, wo die Beute vom Frosch das nicht so lustig findet, der Frosch selber aber sehr, und da geht er dann los und holt sich, was er so braucht, ne? Jo, die sind erst mit 3 Jahren ausgewachsen, also diese Entwicklung von Kaulquappe zu Frosch vollzieht sich zwar recht schnell, das dauert so 2 bis 3 Monate, wie wir gesagt haben, aber wirklich, wirklich ausgewachsen und geschlechtsreif sind die dann halt erst mit 3 Jahren und bleiben lange Zeit als sehr, sehr kleiner Mini-Frosch unterwegs, ja. Irgendwelche Brutfürsorge betreiben Frösche gar nicht, also mit wenigen Ausnahmen, aber diese Grasfrösche hier auf jeden Fall überhaupt nicht. Das heißt, die legen die Eier und in dem Moment haben sie ihren Nachkommen auch schon wieder vergessen. Die trifft man vielleicht am Tümpel nochmal wieder, aber gut. So, und dann noch vielleicht zum Paarungsverhalten, was wir hier ja jetzt mehrfach beobachten konnten und gerade bei den beiden Exemplaren, die sich unter Wasser befinden, ganz gut gesehen haben, die kamen jetzt auch schon mehrfach ins Bild, da läuft das so ab, dass sich das Männchen auf das Weiblein draufhockt. Das ist bei fast allen Froschlurchen so. Das dient dazu, dass wenn das Weiblein, nachdem es lange genug den Herrn durch die Gegend geschleppt hat, feststellt, dass es jetzt an der Zeit wäre abzuleichen, also unbefruchtete Eier einfach so in dieser Glibberhülle ins Wasser abzugeben. In dem Moment lässt das Männlein, was oben auf dem Rücken hockt, halt auch sein entsprechendes Sperma ab. Und ohne dass es da zu einer im Körper stattfindenden Befruchtung kommt, werden einfach die in dem Moment abgelassenen Eier dann durch so einen, ja, man muss es fast als Spermanebel bezeichnen, das klingt jetzt vielleicht lustig, ist es aber nicht, halt befruchtet, ne? Also das ist eine sehr, sehr simple Form der Befruchtung, die auch bei den allermeisten Fischen so abläuft. Und das haben sich die Amphibien da dann halt eben abgeschaut. Im Grunde die simpelste Form von Wirbeltier, Sex, wenn man so möchte, die im Tierreich auftreten kann. Warum hockt das Männlein da oben drauf? Das dient erstmal dazu, dass eben klargestellt ist, wer für die Befruchtung des jeweiligen Laiches zuständig ist. Es gibt da auch Kämpfe darum, wer auf wem sitzen darf. Und zweitens, das Männlein hat gerade bei den Grasfröschen auffällig starke Oberarme. In Anbetracht dessen, dass das Weiblein eigentlich einen Ticken größer ist, weil die später geschlechtsreif werden und damit länger wachsen, bevor sie eigentlich geschlechtsreif sind. Da werden also einfach mehr Wachstumshormone im Spiel sein. Aber das Männlein hat dickere Oberarme. Das hat es deswegen, Arme halt, Vordergliedmaßen, damit es das Weiblein direkt hinter dessen Vorderbeinen packen kann und es ein bisschen quetschen kann. Und dieses Quetschen des Weibleins dient dazu, dass man da den Laich rauspressen möchte. Zumindest gibt es diese Theorie in einem meiner schlauen Bücher und irgendwie finde ich die Idee zumindest mal so lustig und vielleicht hat das wirklich den Grund, weil die haben halt wirklich auffallend starke Vorderbeine, die männlichen Grasfrösche, gerade im Vergleich mit den Weiblein. Und da könnte das ja tatsächlich eine mögliche Erklärung sein. Ja, also, das ist es im Wesentlichen zum Gras. Ach so, nein, halt, was wir noch erzählen sollen. Die sind nicht völlig ungefährdet. Es ist zwar der häufigste Frosch, den wir so haben in Deutschland, aber durch eben den ganzen Autoverkehr, man sieht ja überall die Froschzäune, auch gerade zur Zeit stehen viele irgendwo rum, sofern es die halt jetzt noch gibt, weil noch irgendjemand Zeit hat, sich darum zu kümmern, aber die dienen einfach dazu, dass die Frösche nicht unkontrolliert auf die Straße hopsen und dann natürlich relativ schnell überfahren werden. Meine Evelyn zitiert immer gerne, Frösche auf der Autobahn kommen selten drüben an. Und ja, leider ist das somit die häufigste Todesursache. Und da sich der Storchbestand auch wieder erholt hat und
ursprünglich mal durch den fehlenden Storch, der wirklich sau selten war, sich die Froschproduktpopulation wieder erhöht hat, ist es jetzt für die Froschpopulation wieder im Umkehrschluss zum Teil ein Problem, dass dem Storch es wieder besser geht. Wobei viele Störche jetzt auch gelernt haben, eben primär Mäuse zu fangen und deutlich weniger auf Froschjagd sind. Aber ja, wirklich gesichert und absolut eindeutig können wir nicht sagen, dass es unseren Grasfröschen besonders gut ginge als Population. Gut, dann habe ich noch eine andere Tierart, die hier noch rumschwimmt. Aber bevor wir zu der anderen Tierart kommen, hätte ich noch einen kurzen Live-Kommentar, als gerade keiner da war und ich halbwegs zu verstehen war. Ja, was noch wichtig wäre zu erwähnen, oft sind solche im Grunde bloß Pfützen. Das ist hier kein richtiger Teich, das ist wirklich nur eine Pfütze am Straßenrand, wodurch die vielen Niederschläge der letzten Zeit sich einfach jetzt doch sehr viel Wasser, auch relativ nachhaltig Wasser angesammelt hat. Oft sind sowas mehr oder weniger Todesfallen für die Kaulquappen dann, weil die erwachsenen Frösche eben falsch oder Kröten, je nachdem, falsch einschätzen, wie lange dieses Gewässer sich jetzt hält. Also eigentlich sind kurzfristige Gewässer, die wirklich nur das Frühjahr über da sind, bis die mit ihrer Metamorphose, also die Kaulquappen mit ihrer sogenannten Metamorphose fertig sind, sind eigentlich ideale Lebensräume, weil da dann keine Räuber drin sind. In so einer kurzfristigen Pfütze wohnt halt auch kein kaulquappenfressender Fisch oder ähnliches. Nur hat man halt das Risiko, eventuell trocknet es zu früh aus. Die ist aber so groß, dass hier wirklich gute Chancen bestehen, also sind die Temperaturen bereits recht angenehm. Und ja, da können sie jetzt ordentlich loslegen mit der Eierproduktion und dann haben die Kaulquappen wirklich eine gute Chance. So, und dann sind wir mit dem Frosch durch und kommen zum Lurch. Na gut, der Frosch ist ja auch ein Froschlurch. Ne? Lurche sind alle diese Amphibien, die hier in dieser Pfütze vorkommen. Einmal der Froschlurch und der Schwanzlurch. Und da taucht er auch schon auf. Das ist also ein Schwanzlurch, ein kleiner, genau genommen ein Molch. Und zwar der Bergmolch. Wenn ich mich nicht sehr irre, er kann potenziell mit dem Kammmolch verwechselt werden. Daher, wer sich mit Molchen so richtig gut auskennt und mir sagen kann, ob das nicht vielleicht doch eher ein Kammmolch ist. Aber ich tippe sehr auf Bergmolch, auch aufgrund des Lebensraums, da wir uns hier auf einem solchen befinden. Und der Bergmolch zwar auch im Flachland vorkommen kann, aber doch die gebirgige Landschaft etwas bevorzugt. Auch der ist in der Lage, das Jahr über durchaus überwiegend an Land unterwegs zu sein. Es gibt auch Vorkommen, die fast immer am Wasser bleiben, das geht auch, aber die werden häufiger gefressen, weil sie dann mehr Feinde haben. Und die an Land lebenden verstecken sich halt gut und kommen nachts raus, wenn es schön feucht ist, und mampfen dann kleine Insekten, winzige Schneckchen und so weiter, solcherlei Viehzeug, ne? Also es sind alles keine Vegetarier, sondern die nehmen schon, was sie kriegen können. Das Gerücht, dass sie auch Frosch leicht fressen würden, kann ich so nicht bestätigen. Aber das kommt immer mal wieder vor, dass es eben Leute gibt, die genau das denken. Hier haben wir es vermutlich mit einem männlichen Exemplar. Oh, da hat es gerade geatmet. Zu tun. Es ist schwer zu sagen, die Männer haben eigentlich in der Brunftzeit ein Prachtkleid, sind aber deutlich kleiner als die Weibchen. Und da ich hier eigentlich nur die größeren Molche in dieser gefärbten Fassung, wie wir sie hier gerade sehen, gefunden habe, könnte ich vermuten, beziehungsweise gehe ich davon aus, dass das andere kleine Exemplar hier tatsächlich, ja, atmen? Nein, oh, schade. Vielleicht eher das Männchen ist, das aber keine ausgeprägte Brunft- bzw. Paarungsfärbung eingenommen hat. Die können also potenziell auch sehr, sehr bunt sein, müssen sie aber nicht. Ne? Das ist so ein Kann-nicht-Muss-Kriterium und deshalb zur Bestimmung kann das recht hinderlich sein. So, gleich kriegen wir noch ein paar schöne Molchbilder hier von diesem Exemplar. Also ich vermute, dass es sich hierbei eben eher um das Männchen handelt. Das wird auch noch gleich scharf, das eben kein besonderes Prachtkleid trägt. Ja, jedenfalls Molche sind ja Schwanzlurche. Das bedeutet, da ist die Metamorphose nicht ganz so ausgeprägt, wie das eben bei den Froschlurchen der Fall ist, weil deren Jungtiere sind keine Kaulquappen, sondern gleich zu Beginn so ein Miniaturmolch quasi. Allerdings noch mit Kiemen ausgestattet und sind dann nicht darauf angewiesen. Oh, hier, das ist jetzt Paarungsverhalten. Das ist Paarungsverhalten. Männlein und Weiblein
begegnen sich mit der Schnauze und dann versuchen sie sich Duftstoffe vom Hinterteil quasi zuzufächern mit den Schwänzen. Also insbesondere das Männlein will dem Weiblein da meistens dann entsprechend was zufächern. Aber die sehen jetzt beide allerdings eher weiblich aus von der Größe. Ja, also ihr seht, meine Molchkenntnisse sind nicht so ganz überzeugend ausgeprägt. Und ich tue mich da schwer. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich um Bergmolch handelt. Und ich kann generelles zur Bergmolchbiologie erzählen. Aber ob das jetzt nun, vielleicht sind es auch einfach Freundinnen, kann auch sein, dass die jetzt gemeinsam gleich Schuhe kaufen gehen oder sowas. Man steckt da ja nie so ganz dahinter. Ja, jetzt kommt die Atemszene gleich. Aber jedenfalls ein junger Molch sieht aus wie ein erwachsener Molch, nur dass er halt eben Kiemen hat statt Lunge und dementsprechend nicht zum Atmen auftauchen muss. So, ja, viel mehr muss man zu denen eigentlich fast nicht sagen. Bergmolch kommt natürlich auch von der Eigenschaft, dass die eher in höheren Lagen anzutreffen sind. Und auch hier habe ich wieder zu wenig Bildmaterial für das, was ich zu erzählen habe und deswegen wiederholt sich das jetzt an dieser Stelle ein wenig. Ja, zur Überwinterung noch, sowohl bei Molch als auch bei Frosch. Also bei Frosch primär erstmal muss man sagen, dass auch die erwachsenen Frösche normalerweise im Wasser überwintern, weil das wird denen an Land dann doch ein bisschen zu kühl, also bei den Grasfröschen. Das kann allerdings dann auch zur Todesfalle werden, wenn eben der Tümpel, den sie sich zur Überwinterung ausgesucht haben, so sehr zufriert oder sie nicht rechtzeitig an die Wasseroberfläche kommen oder sich unten am Grund des Wassers, das ja normalerweise warm bleiben sollte, zu viel Schlick oder Stickgase bilden, dann können sie jeweils ersticken. Aber theoretisch kann so ein Frosch saumäßig lange unter Wasser bleiben, wenn er dann eben in Winterstarre verfallen ist. Und deswegen ist Ersticken dann gar nicht so sehr das Thema. Aber dafür kannst du mit dem Vieh auch anstellen, was du lustig bist. Solange der überwintert, ist der so nichts zu gebrauchen. Und bei den Molchen ist es wohl auch meistens so, dass er zum Überwintern in einen wassernahen, ins Wasser teilweise selbst auch eben entsprechend gehen, damit die Feuchtigkeit gewährt bleibt. Und auch in eine Art von Winterstarre verfallen. Aber ich habe jetzt nichts Genaueres gefunden, wie jetzt exakt der Bergmolch das macht. Aber das kann ich nochmal kurz nachgucken, mache ich an dieser Stelle. So, jetzt aber hier weitere Molch-Infos. Also, der Molch überwintert tatsächlich an Land. Der sucht sich einfach irgendwo ein feuchtes Eckchen und friert dann quasi ein und taut wieder auf im Frühjahr. Also quasi friert er ein, nicht wirklich. Das muss wohl irgendwie möglich sein. Noch mehr Details habe ich leider nicht dazu gefunden. Es kommt aber oft vor, gerade beim Bergmolch, dass die Larven, also die Molche, die noch Kiemen haben, unter Wasser in dem Bereich des Bachs bzw. des Tümpels, der nie einfriert, weil er zu tief unten ist, überwintern müssen, weil die Vegetationsperiode gerade im Gebirge eben nicht ausreicht, dass er sich in einem Jahr in dem heißen Teil des Jahres, also warmen Teil eher, von eben der Larve bis zum ausgewachsenen Adultenmolch entwickeln kann, der dann über eine Lunge verfügt. Ja, also die Metamorphose setzt zu spät ein, auf gut Deutsch. Ja, und ein kleiner Molch-Fact noch, der junge Molch ist auch schon reiner Fleischfresser, der sucht sich kleine Wasserflöhe und sonstige Sachen. Apropos Wasserflöhe, die sehen wir hier auch im Bild. Ich vermute mal, dass das irgendeine Form von Wasserfloh ist. Die kann so ein Molch durchaus auffuttern, wenn er dann da Lust drauf hat. Also das wäre drin. Und vor allen Dingen eben die Larve vom Molch, der Jungmolch sozusagen, der holt sich dann insbesondere solche Wasserflöhe und was er sonst noch an eben Wasserkleinstlebewesen finden kann und ist damit eben reiner Fleischfresser, wenn man so will, während die junge Kaulquappe vom Frosch, anders als der ausgewachsene Frosch, Vegetarier ist. Die hat so kleine hornartige Schabezähne und kann damit irgendwelchen pflanzlichen Bewuchs, Algen und sonst was von Steinchen, von Kieseln, von sonst was abschaben und das dann eben entsprechend fressen. Also das ist auch lustig, dass beim Frosch also nicht die Metamorphose ist da nahezu vollständig. Selbst die Ernährungsform, auch die ändert sich nach erfolgter Metamorphose und dann wird er vom Vegetarier zum Fleischfresser, der gute Grasfrosch. Ja, und die meisten anderen Frösche mögen auch. Gut, das wäre es gewesen. Also in der heutigen Folge eben Amphibien. War ich auch mal froh, dass ich von denen mal wieder welche sehen konnte und auch mal welche filmen konnte. Früher als Kind habe ich die relativ häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren
fast nie welche gesehen. Also so gesehen war das echt toll, dass man da mal so eine Pfütze mit richtig, richtig vielen nochmal angetroffen hat, dass es das überhaupt noch gibt, die Bestätigung zu haben, dass das so ist. Das war sehr, wirklich sehr schön. Ja, also bleibt gesund, wenn nicht, ganz bald wieder werden und ihr wisst ja, durchhalten und alles. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.